richtig eklig. Das ist so eine richtig schöne, feucht-warmes Klimageschichte. Und zu. Können wir nämlich auch sehen. Da oben scheint nichts zu sein. Das ist wohl rein zufällig, dass man da drauf steigen kann. Gibt's ja hier sonst nichts weiter. Ach so, da drüber. Okay. Zwei Kinder nachts allein auf der Straße. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Tschüss, war nett mit dir. Jetzt, wo du einen Regenmantel hast, brauchst du mich hier nicht. Und perfekt. Sehr schön. Sehr gruselig. Sehr schön. Sehr nass. Und hopp. Da bin ich der Erste, der da lang geht. Aber wo wollen die hin? Was ist das Ziel? Okay. Ach du meine Güte. Das Fenster ist viel zu einladend. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was ist das da hinten? Wird's wahrscheinlich gar nicht wissen. Kleinen Füßchen auf dem Boden. Oha. Okay. Schön, dass sie uns das vormacht. Nicht mal sie traut uns zu, dass wir das alleine packen. Alter, warum hängen da Betten mitten im Leeren? Und warum wollen wir da hochklettern? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Dann doch lieber sterben. Und aufwachen. Yeah.
Ihn nehmen wir mal mit. Aha. Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Komm, 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 komm. Uff. Okay. Komm, komm, lass uns hier auch durch. Da ruft sie uns wieder. Wir werden nicht alle Hüte finden. So. Sieht es zumindest aus. Okay. Ist ja überhaupt nicht gruselig mit der Taschenlampe. Nicht so, dass es nicht vorher schon gruselig war. Ich hoffe, die Batterie geht nicht alle. Und sie wird die ganze Zeit an sein. Die Schere mit. Ich denke, die können wir noch gebrauchen. So, ich sitze mich hier drauf und du fährst mich. Hab ich geblendet? Wie geht es dir? Blendend. Worte, Witze aus der Hölle. Okay, wir brauchen wieder was zum Schlagen. Ich möchte nicht in das gruselige Zimmer mit dem Licht gehen. Alter, noch lauter geht es nicht.